Zur Beantwortung dieser Frage zeige ich kurz den Unterschied zwischen einem Sparkonto und einer Kassenobligation auf. Bei einem Sparkonto liegt der Geldbetrag auf einem Konto. Dafür bekommt man einen Zins, der sich je nach Marktsituation jederzeit ändern kann. Die Rückzugslimite ist beschränkt. Bei einem Sparkonto von der GLKB können Geldbeträge bis 20'000 Franken pro Monat ohne Kündigung bezogen werden. Für grössere Beträge gilt eine Kündigungsfrist von 35 Tagen. Wird die Frist nicht eingehalten, erhebt die Bank eine sogenannte Nichtkündigungskommission. Bei Kassenobligationen handelt es sich um Termingeldanlagen, bei denen man der Bank einen Geldbetrag für einen vorab bestimmten Zeitraum fix zur Verfügung stellt, z.B. 12 Monate. Während dieser Zeit bekommt man im Voraus vereinbarte gleichbleibende Zins. Nach Ablauf wird der Geldbetrag vollständig von der Bank zurückgezahlt. Da Kassenobligationen eine längere Laufzeit haben, nicht an der Börse gehandelt werden und in der Regel nicht vorzeitig verkauft werden können, werden Kassenobligationen höher verzinst als Gelder auf dem Sparkonto. Bei der GLKB ist es möglich, Kassenobligationen vorzeitig zu verkaufen. Der Geldbetrag wird dann zum aktuellen Kurs, das heisst nicht unbedingt vollständig und maximal zu 100% ausgezahlt. Sind Marktzinsen zwischenzeitlich angestiegen, fällt der Rückzahlungsbetrag tiefer aus als der ursprünglich investierte Betrag. Es besteht in diesem Fall also ein gewisses Kursrisiko. Zusammengefasst kann man sagen, dass Kassenobligationen im Vergleich zum Sparkonto kein grösseres Risiko haben und entsprechend als sichere Anlage gelten. Für sie lohnen sich Kassenobligationen vor allem dann, wenn sie den Geldbetrag während der gesamten im Voraus vereinbarten Laufzeit investiert belassen.